Moin, moin, liebe Gartenfreunde und einen wunderschönen guten Tag. Heute mal wieder zu einem ganz, ganz kleinen Rundgang. Es hat sich nicht allzu viel im Garten getan. Hin und wieder sind schon mal ein paar Pflanzen ausgesät worden, ins Beet gekommen. Aber größtenteils wollen wir uns heute mal anschauen, was für Veränderungen es gab, was für Veränderungen es kommen werden. Und am Ende des Videos könnt ihr noch was abstauben, also bleibt unbedingt dran. Und ich würde mal sagen, dem Wetter geschuldet, verziehen wir uns erstmal ins Gewächshaus, denn da gibt es schon mal wieder eine kleine Änderung. Die erste große Veränderung ist tatsächlich, dass ich natürlich auf euch gehört habe und ja, ich sag jetzt mal auch ein bisschen eingesehen habe, dass der Weg in der Mitte tatsächlich zu breit war. Und ja, ich habe ihn dann abgeändert, bin dann circa auf jeder Seite 15 cm weiter nach innen gegangen, habe mir wieder was einfallen lassen mit den Balken, wie ich das mache. Und ja, jetzt ist der Weg um einiges schmäler und ich habe hier mehr Platz tatsächlich, um Sachen reinzupflanzen. Pflanzen ist tatsächlich das Sprichwort, was wir jetzt brauchen, oder das Stichwort, nicht das Sprichwort. Denn ich habe mir so ein paar Gemüseflinsken besorgt, weil ich wie jedes Jahr mit meiner Aussaat ziemlich hinterherhinke. Ich habe zwar Salat und Kohl etc. ausgesät, aber die zeigen gerade mal ihre kleinsten, prächtigsten Blättchen. Und deswegen habe ich mir in meinem Fachmarkt des Vertrauens ein paar Kopfsalat- und Kohlrabi-Flenskes geholt, die in schicken Ed-Topfballen gepresst wurden. Und die setze ich jetzt, bevor hier die Paprikas und Tomaten nach den Eishaltigen reinkommen, in die Erde, in der Hoffnung, dass wir hier schon mal Salat und Kohlrabi ernten können. Natürlich wollen wir auch hier ein paar Flenskes haben. Deswegen sehen wir hier tatsächlich erstmal Spinat aus. Weil Spinat geht immer. Spinat ist gesund. Und Spinat schmeckt vor allem sehr lecker. Ne? So, jetzt mach ich ein bisschen. So, und seid doch mal ganz ehrlich, wer verpennt auch immer die erste Aussaat? Bei mir war es tatsächlich so mit den Paprikas und Chilis. Die habe ich ziemlich spät ausgesät in die Platten und zeigen auch leider noch nicht die ersten Blättchen. Aber Daumen drücken, ist ja vielleicht noch ein bisschen Zeit und vielleicht klappt es ja auch dieses Jahr wieder mit den Chilis und Paprikas. Eine Änderung habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Das Insektenhotel ist umgezogen. Das war ja vorher da hinten am Hühnerstall, an der Wand. Da der Hühnerstall natürlich jetzt weg ist, musste das einen anderen Platz finden. Und was bietet sich besser an als direkt am Eingang vom Gemüsegarten, wo die Bienen dann über die Flänzchen hier fliegen können, in die Insektenhotels rein, die auch wirklich sehr, sehr gut besucht sind. Und da bin ich echt froh. Und beim Abreißen des Hühnerstalls haben wir tatsächlich noch alte Ziegel gefunden, die wir dann hier oben drauf gemacht haben. Und ich finde, es gibt nochmal so dieses alte Flair mit dem 100 Jahre alten Holz. Also wenn ihr das Video nicht gesehen habt, wie ich das gebaut habe, ich verlinke euch das mal in den Ecken. Das war nämlich die alten Böden im Haus, das wir hier gekauft haben, und das schon über 100 Jahre alt ist. Und daraus haben wir uns ja hier eine schicke Insektenvilla gezimmert, die jetzt hier steht am Gemüsegarten. Dann bin ich auch einer, ich habe wieder wirklich sehr, sehr spät Zwiebeln und Knoblauch gesteckt. Hier haben wir eine Reihe Knoblauch, die noch leider nicht die Köpfchen zeigen. Aber daneben haben wir schon mal Erdbeeren gesetzt, die sich wirklich tapfer bei dem Wetter halten, die wir auch noch mal ein bisschen gemulcht haben mit dem Streu. Und die sollen sich dann gegenseitig arrangieren, Knoblauch und Erdbeeren. Und auch da schauen wir, wie die Entwicklung sich da zeigt. Und wir gehen jetzt mal rein, weil es wird stärker. So. Wir mussten es in Sicherheit bringen, man hört es vielleicht, aber es hagelt gerade tatsächlich. Wir haben noch gar nicht April, weil das heißt ja, der April macht, was er will. Wir warten jetzt mal ein bisschen ab und schauen mal, ob wir dann noch weiter filmen. Mal kicken. Oh, wird weniger.
So, hier hinten raus, man kriegt endlich die hintere Tür auf. Hier war ja immer Kompost bis jetzt. Den haben wir weiter nach rechts gesetzt. Hier hinten, Schiedwetter, sagt man doch da oben. Ne? Hier hinten die zukünftige Terrasse. Ich habe schon mal ein paar Randsteine gesetzt. In den nächsten Wochen ist es tatsächlich so, dass wir ein bisschen was noch an Split dahin liefern. Und dann kommen da schöne Natursteinpflaster drauf. Und dann, wie gesagt, in den letzten Videos habe ich ja schon mal gesagt, wird da so unsere Wellness-Ecke, brauche ich ja jetzt nicht nochmal betonen. Aber wir haben endlich wieder Platz für ein bisschen Gemüse. In dem ersten Jahr wird es wahrscheinlich so sein, dass wir hier gar nicht viel Rasenfläche machen werden. Deswegen werden da Kürbisse, Einlegegurken und so allgemein Pflanzen, die sich weit über den Boden ausbreiten, da ihren Platz finden. Und hoffentlich dieses Jahr eine reichliche Ernte bringen. So, und allgemein gibt es, wie gesagt, in dem Garten hier noch nicht viel zu sehen. Ein bisschen zeigen sich schon die Zwiebeln. Der Wasabi da vorne wächst wirklich en masse, geht langsam in die Blüte. Da müssen wir tatsächlich überlegen, ob wir den so langsam mal rausholen, um zu schauen, wie groß die Wurzeln geworden sind. Und ja, auch der Rest des Gartens entwickelt sich prächtig vorne. Der Goldregen wächst. Wir haben eine wirklich schöne Atmosphäre mit den ganzen Pflanzen und Sträuchern, die wir da an der Seite gesetzt haben, was auch wirklich nochmal ein Eyecatcher ist. Und aber auch die Kräuterschnecke wächst wieder wie Sau, wie Hulle, weil es ja in den letzten Tagen auch temperaturmäßig extrem nach oben gegangen ist. Wir hatten teilweise Tage mit 20, 21 Grad hier und heute haben wir wieder Tage mit, einstellig. Ne? Was ist heute? 8 Grad ungefähr. Es wird langsam ungemütlich und windig. Deswegen schauen wir mal rein und schauen mal, was wir für euch da noch haben. So, wir haben uns mal reinverzogen. Lecker Käffchen. Draußen ist wirklich kaltes Wetter. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich tatsächlich noch was für euch habe, was ich euch geben möchte oder die Chance geben möchte, einem von euch das zu bekommen. Ich habe ja den Hühnerstall abgerissen und ich habe vor circa 2 Jahren, anderthalb Jahren, diese Omelette-Hühnertüre bei mir verbaut. Ist jetzt noch ein bisschen nass und natürlich wird die nicht allzu sauber bei euch ankommen, so was halt möglich ist. Und ich möchte einem von euch die Möglichkeit geben, tatsächlich diese Tür zu bekommen. Ja? Also wirklich selbstverschließend und auch mit einem Sicherheitsmechanismus, dass wenn jemand da eingeklemmt wird, dann fährt die Tür wieder auf. Und die möchte ich einem von euch geben. Und dafür möchte ich einfach nur einen ganz effen Kommentar bei mir haben, wieso ihr die Tür haben wollt. Ne? Und dann hat einer von euch die Möglichkeit, diese Tür zu bekommen. Und Freunde, das wäre es auch schon mal mit dem wirklich mini-Rundgang gewesen. Ich hoffe, dass das Wetter und die Pflanzen bald wieder einen richtigen Schub kriegen. Dann können wir mal wieder einen richtig schönen Rundgang machen. Und ihr wisst ja wie, Bescheid, wie immer, Däumchen da lassen, Abo, wenn noch nicht da. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Freunde, ciao, ciao.